Hey Leute, willkommen zum weiteren Video hier auf Crawl Graphics und heute zeige ich euch, wie ihr eine Timelapse oder eine Zeitlupe in HitFilm Express erstellen könnt. Es ist ganz einfach, ihr klickt hier auf euren Clip rechtsklick und dann geht ihr hier auf Speed Duration und dann könnt ihr hier den Speed in Prozent angeben. Und wenn ihr jetzt wollt, dass der Clip möglichst schnell abläuft, dann könnt ihr hier zum Beispiel 200% angeben, dann geht das Ganze ziemlich schnell. Und ja, so macht man zum Beispiel eine Timelapse und Zeitlupe ganz einfach. Ihr gebt hier alles, was unter 100% ist, wird verlängsamt, zum Beispiel hier 50%, die Hälfte der Geschwindigkeit, seht ihr hier, ist es in Slow Motion. Und ja, das war es euch auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ja, dann bis zum nächsten Video und ciao.